Hallo Leute, ich bin's, euer YouTube-Bömi. Bevor wir anfangen mit der heutigen Ausgabe von Das Urteil, in der wir die letzte Sendung besprechen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, unserem Mitarbeiter Ivo Lebewohl zu sagen. Es ist heute sein letzter Tag. Er geht wieder zurück in Kosovo, um dort als Geflügelzüchter zu arbeiten. Ivo ist der Mann, der hier den Ton gemacht hat. Vielleicht können wir einmal zeigen. Das ist Ivos Penis, mit dem er den Ton immer aufgenommen hat. Apropos, das ist das Urteil. Wir besprechen heute die Sendung von letzter Woche nach. Das war eine fantastische Show. Zu Gast war Eckhard von Hirschhausen. Wer war zu Gast? Oliver Kalkofe war zu Gast. Toller Gast. Wir haben die Super Hitler Brothers gespielt. Haben sich Leute beschwert darüber, dass zu wenig Hitler war? Nee, zu wenig Hitler geht nicht. Man kann das Kind da draußen mal aufhören zu schreien. Ich hasse Babys und Welpen. Die sind so niedlich, wie ich das hasse. Ah, endlich wieder Hitler, schreibt Oma Wolfram. Habe ich schon vermisst. Ich sag doch, es kann nicht genug Hitler auf dem Teller sein. Hitler ist wie Eis. Das kann nicht zu viel sein. Jan Reismann fragt, wird das noch lustig oder habe ich die Sendung nicht verstanden? Jan, du hast die Sendung nicht verstanden. Die permanente Erwartungshaltung, dass es eventuell eines Tages lustig ist, also quasi wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und darauf zu warten, dass man gebissen wird, das ist der Thrill vom Neo-Magazin Royal. Von Annette Freitag aus Bern. Sind wir erlaubt in der Schweiz? Sie schreibt, ein Beef für Jan. Haben mir gestern Nacht 5 alte Sendungen am Stück angeguckt und muss sagen, Mann, du bist ein ordentlicher Showy wegen der Nutella-Werbung. Aber das sind die anderen auch und die sind dazu weder geistreich noch lustig. Wo sind wir denn geistreich und lustig? Ein Prank-Beef von irgendeiner Pro7-Show. Lese ich nicht weiter vor, habe ich keinen Bock. Ach so, doch hier. Nur, dass alle männlichen Redaktionsmitglieder Rauschebart tragen, ist, glaube ich, derzeit nur noch in Köln hip, beziehungsweise in Bern. Muss ich mir jetzt von einer Frau in Bern sagen, was wo hip ist? Ganz im Ernst. Da hinter den 7 Bergen bei den 7 Zwergen. Hermann Leopold schreibt zu kurz, wieder zu kurz, sonst übelst geil. Glückwunsch an Slackbot zum Mitarbeiter des Monats. Ja, wir mussten Slackbot leider ausstellen, weil sich Mitarbeiter teilweise nachts um 3 mit ihm unterhalten haben. Der ist zu schlau geworden. Wir haben einen Monster geschaffen. Marco Kopel schreibt, das haben übrigens viele Leute gesagt nach der letzten Sendung, kann dem Herrn Böhmermann mal jemand ein Schild zeigen, dass seit Kriegsende 70 Jahre vergangen sind und nicht 80. Da muss ich genau sein. Ich habe gesagt, kaum ist Hitler 80 Jahre tot. Und das wissen die wenigsten. Aber vielleicht ist das jetzt der Ort und die Gelegenheit, das mal der deutschen Öffentlichkeit und auch der Weltöffentlichkeit da draußen mal zu erzählen. Der Führer ist bereits 1935 gestorben. Schlag tot umgefallen, dann standen die Nazis da 1935, vielversprechende Diktatur gestartet, 2 Jahre. Aber was tun? Der Führer ist tot, verdammt nochmal. Da musste sein Bruder Rüdiger Hitler musste ran. Rüdi Hitler wurde der umgemuddelt, wie bei Kessler ist eigentlich, nur halt in Vorläufer davon, in Schwarz-Weiß. Der wurde danach aus allen Geschichtsbüchern getickt, damit da niemand ihm auf die Schliche kommt. Da war die Kacke am Dampfen, als der am Ruder war. So, damit ihr das mal wisst. Deswegen habe ich völlig recht gehabt, der Führer ist 80 Jahre tot, sein Bruder Rüdiger. Der ist dann erst im Frühling 1945 ist er dann erst erschossen worden von seiner Frau Eva Braun, weil die rausgefunden hat, dass es nicht Adolf ist, sondern Rüdiger, weil die so sauer. Wissen die wenigsten. Jetzt wisst das. Kommen wir nun also zur Bewertung der Sendung. Die letzte Sendung, Neo Magazin Royal Nummer 22 mit Oliver Kalkofe mit H, hat auf einer Skala von 1 bis 100 für mich, ich würde sagen, eine 99, vielleicht sogar eine 99,4. Extrem gute Sendung, toller Gast. Stand-up war fantastisch, auch wie ich mich gedreht habe auf dem Weg vom Vorhang zur Stand-up-Position. Mega! Danach konnte es ja nur geil abgehen. In der nächsten Sendung ist Veronika Ferris MC zu Gast. Sehr guter Gag. Außerdem werden wir das Thema Laugengebäck durchspielen. Und wenn ich sage durchspielen, dann meine ich durchspielen. Mit Endgegner und auf dem Endgegner noch so lange rumspringen, bis Mama kommt und die Konsole ausmacht. Bis dahin, euer YouTube-Bömi. PS, bitte diese Sätze, die ich über Adolf und Rüdiger Hitler gesagt habe, bitte nicht aus dem Kontext nehmen. Das kann ganz böse enden. I love Hitler! Danke.